So, hallihallo, hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Angespielvideo, und zwar diesmal zu Johnny Graves, The Unchosen One. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist noch in der Early Access Phase, wie sehr, sehr viele Spiele in letzter Zeit, aber das macht ja nichts, weil es gibt auch schon sehr, sehr viele Spiele draußen in der Early Access Phase, die auch wirklich schon was taugen. Ja, ich habe es bis jetzt erst ganz kurz angespielt, um zu sehen, was genau ist es für ein Spiel, was müssen wir machen, und um nicht ganz auf die Schnauze zu fallen. Also, wir spielen auf jeden Fall Johnny. Johnny ist ein mysteriöser Revolverheld, und das ist ein Action-Rollenspiel, also ein Action-RPG. Und wir müssen uns halt irgendwie durch die verschiedenen Levels durchkämpfen und eine merkwürdige Zombie-Apokalypse irgendwie lösen, beziehungsweise unsere Hauptaufgabe besteht darin, so sagt es zumindest die Steam-Page, wir müssen versuchen, die Tore zur Hölle zu schließen. Ja. Probieren wir es einfach mal aus. Wir spielen mal, und zwar direkt am Anfang. Ich ignoriere mal den Spielstand, den ich bis jetzt hatte. Das war eh noch nicht viel. Ich habe es bis jetzt 5 Minuten vielleicht gespielt. Steuerung ist relativ einfach. WASD funktioniert es. Springen mit Leertaste, nachladen mit R, schießen mit links oder rechts. Je nachdem, ob Normalangriff oder Spezialangriff. Ivy, magst du Zombies, Johnny? Was? Ich weiß, dass die Nacht nochmal durchgenannt war, aber komm schon. Was willst du mir damit sagen? Nun, vielleicht ist es mir entfallen, den besseren Priester und die Feuerspeienden Spinnen zu erwähnen. Du machst Witze, oder? Klar, natürlich mache ich Witze. Oh, scheiße. Sieh's doch mal so, Johnny. Wenn du wirklich auf Zombies treffen solltest, dann weißt du, dass du geliefert bist. Das ist wohl so, wenn man es mit Zombies und besessenen Priestern zu tun hat. Sei einfach vorsichtig da draußen, Johnny. Die Welt braucht dich. Glaub mir. Ja, schon klar. Gut, das sind wir also. Wir sind da Johnny. Und wir sind auf einem Friedhof. Und da sind die ersten Zombies schon. Die brauchen anfangs immer 2 Schuss, wie ich das gemerkt habe. Dann gibt's natürlich auch noch stärkere nachher im Laufe der Zeit. Hier leuchtet's ganz merkwürdig raus. Ich habe gemerkt, es gibt hier und da noch einige Stellen, wo man sich festpacken kann, zum Beispiel im Hauptmenü. Weil jetzt auch nicht, jetzt habe ich mich hier schon festgehauen. Ich habe ein Problem, man kann sich scheinbar auch irgendwie teleportieren, nur irgendwie. Will es gerade nicht. Ja, dann heißt es einfach mal ganz kurz den Neustart. Ah, jetzt hat's geklappt. So funktioniert das. Okay, wir sollten auf jeden Fall nicht in dieses Loch da reinhüpfen. Das wäre vielleicht von Vorteil. Ein großer Vorteil ist, wir haben unbegrenzt Munition. Ein großer Nachteil ist, wir haben Lebenspunkte, die wir verlieren können. Aber das macht ja auch irgendwo Sinn, sonst wäre es ja irgendwo ein bisschen witzlos. Die Kamera dreht sich übrigens automatisch. Das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, allerdings kommt man da eigentlich doch recht schnell bei. Gut, also wir versuchen es erstmal durch das erste Level hier durchzuballern. Merken uns. Nicht in eine blöden, leuchtenden Löcher hier reinspringen. Auch wenn sie noch so verlockend sein mögen. Ah, auf, auf, auf. Mann, ich muss auf jeden Fall mit dem Teleportieren noch arbeiten. Was sind das hier? Ich wäre hier gerne reingelaufen, glaube ich, aber ich kann nicht. Beziehungsweise ich darf nicht. Okay. So, jetzt kamen hier gleich relativ viele an. Das war übrigens der Spezialschuss, der knockt mehrere auf einmal aus, das ist ganz angenehm. Man muss natürlich auch richtig treffen dafür. Wo ballert der hin? Gibt's doch nicht! Der ist total durcheinander, glaube ich. Okay. Die Mülltonne können wir leider nicht umschießen. Das ist ein bisschen blöd. Oha. Okay, das hat schon mal funktioniert. Immer mehr von den Typen hier, das gibt's ja gar nicht. Hier muss irgendwo ein Nest sein.
Okay, bis hier unten war ich auf jeden Fall schon mal. Hier geht's, glaube ich, weiter, weil hier gibt's gleich eine etwas böse Überraschung. Da wollen wir jetzt gerade direkt nochmal nicht drauf eingehen. Wir holen uns mal ganz kurz eben erstmal hier die Heilung. Kann ich auf die... Ach du Scheiße. Ah! Die kommen teilweise aber auch in der Geschwindigkeit hier angepfeffert. Okay, hier geht's auch wieder runter. Ja, da haben wir nämlich die Physikokulis hier. Okay, im Moment ist hier gerade echt was los. Okay, jetzt brauchen wir langsam echt mal ein bisschen Heilung hier, Freunde der Sonne. Oha, oha, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich glaube, ich probiere es mal ganz kurz eben andersrum, weil da war nämlich auch noch so ein Heal-Zeugs. Bis dahin habe ich nämlich gespielt, bis dahin noch nicht weiter, da bin ich nämlich krepiert. Das war halt wieder ein bisschen blöd von mir. Okay, die Zombies decayen hier nach einer Zeit, sehe ich gerade. Kommt jetzt auch nochmal hier irgendwann runter oder parkt er hier oben? Okay, so ein Heal-Kreuz hält nur einen von den Balken wieder auf. Das ist natürlich jetzt echt nicht so viel. Scheiße, bin ich noch reingerannt, ich Held. Ich sollte echt aufhören, in diese Flammen reinzurennen. Ist vielleicht ein bisschen besser. Warte mal, wo ist noch einer? Da hinten. Nein! Du dämlicher Affe, komm doch raus! Nehmen wir mich selbst. Vielleicht nicht auch noch unbedingt austauben dabei. Mal kurz eben warten, ob wir uns... Ja, wir regenerieren uns. Okay, aber immer nur bis zu dem Balken. Oha. Da ist das nächste Pickup. Musik. Musik, die mir sagen möchte, dass wir gerade nicht... Hey, was war das denn für einer? Ein Slimework.
Okay. Das war scheinbar ein Bossgegner. Den wir jetzt gerade aber mal ganz souverän, hoppala, erledigt haben. Ich habe mir jetzt erstmal nur eins geholt, das andere lasse ich mal da liegen. Für Notfälle. Jetzt habe ich gedacht, da hinten kommt noch einer, aber das war Dreck auf meinem Bildschirm. Heilandsblechle. Aber so langsam muss ich sagen, komme ich auf die Steuerung klar. Ich habe mich im ersten Durchgang halt deutlich beschissener geschlagen. Okay, diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Resurrector, die können jetzt auch nicht so viel, tatsächlich. Mal kurz warten, bis sich das wieder aufgefüllt hat. Ich habe gerade ein großes Problem und das nennt sich schräg einfallendes Licht von der Sonne draußen. Oh ne, 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 oh ne. Heilandsblechle, dit war eng. Hier war irgendwo noch Heilungszeugs. Okay. Hole ich mir das letzte jetzt auch noch oder nicht? Ich glaube, ich versuch's mal einfach gerade mal ohne. Ich muss sagen, jetzt wo man gerade wirklich mal so im Spielfluss drin ist, finde ich das echt gar nicht mal so schlecht. Wir sind hier an einer komischen. Okay, bisschen blöd ist es noch, dass es hier immer mal wieder an so Kanten rumbackt, die, ja, renn ruhig in die Flammen rein wieder. Genau. Ne gut, wir gehen auf jeden Fall mal hier weiter. Mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Ah, es lädt. Und wir werden ins nächste Level kommen, sehr wahrscheinlich. Gibt es jetzt auch wieder einen kleinen Dialog? Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall ist es hier gerade kriminell dunkel. Ah, okay. Cutscene. Die erste, die wir haben in diesem Spiel. Oha. Wer ist er? Er steht da mal so rum. Ist das jetzt ein Bossgegner oder was ist das? Das ist jetzt hier gerade die Frage, die ich mir stelle. Ah, shit, daneben. Ma, so ein Quatsch, ey.
Was zur Hölle? Wie schnell ging das denn jetzt? Fortfahren. Super. Das ist ein bisschen kniffliger hier. Stelle ich gerade fest. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen muss, damit die effektiv umfallen. Okay, wie kriege ich den jetzt noch weg hier? Wahrscheinlich so. Ding erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den Puppenspieler aus Silent Hill. Und dieser gebackte Typ da, der irritiert auch irgendwie so ein bisschen. Sehr gut geschafft. Hier kommen wir gerade mal noch nicht hoch. Okay, da sind noch jede Menge Heal-Drogen-Zeugs, aber die brauchen wir jetzt gerade erstmal alle gar nicht. Das ist also der besessene Priester, den zu erwähnen dir entfallen ist. Darauf bist du von alleine gekommen, oder? Auch wenn du es nicht glauben wirst, ich bin schlauer, als ich aussehe. Du musst diesen Schäfer der Seelen besiegen und den Weg hinab in die Katakomben finden. Was erwartet mich in den Katakomben? Ärger. Ich habe den ganzen Tag schon nichts als Ärger gehabt. Tja, das wird alles gleich noch etwas schlimmer. Du bist heute ein echter Quell der Hoffnung. In Nomine des Patres und so weiter. Ich muss los. Ich muss mich mit meinem Problem einem Priester anvertrauen. Ökeli Dökeli.
Oha, warte mal. Alter, ich muss hier raus! Wie unfair ist das denn hier bitte? Ich hätte gerade übrigens ganz gerne mal vielleicht so einen Heal-Bubble. Der ist aber mächtig ätzend, der Typ hier. Das gibt's nicht, das ist sauschwer, ey. Und ich bin ja mit vollem Leben hier reingegangen. Das ist ja der Spaß an der Geschichte. Okay, das heißt, ich, ja. Ah, sehr geschafft. Sehr geschafft. Sehr gut. Schon geschafft. Das war gute Arbeit, Johnny. So langsam habe ich den Bogen raus. Das sehe ich. Betret nur die Treppe über die Katakomben. Du hast gesagt, dass da Ärger auf mich wartet. Was für Ärger? Die üble Art. Hey, wer seid ihr? Was ist da los, Ivy? Um Himmels Willen, sie sind hier. Johnny, Hilfe, was ist da los? Steckst du in Schwierigkeiten? Ja, soll wahrscheinlich so viel leisten wie ja. Ivy! Ivy, bitte antworte. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, doch ich schwöre dir, dass ich dich finden werde. Okay, probieren wir es aus. Ein paar Minütchen haben wir ja noch. Du hast 2 von 7 Kapiteln gespielt. Bis Ende 2016 wird noch ein weiteres Kapitel veröffentlicht. Aha, okay, damit haben wir das angespielt. Fertig. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Alles Gute, danke fürs Zuschauen und ciao.